Moin Moin und willkommen zurück zur nächsten Runde Battle Brothers. Wir sind hier im wunderschönen Brunnental. Da haben wir in der letzten eigentlich gemacht, in der letzten Folge. Da haben bestimmt gefightet. Also so eine Sachen, die man hier in Battle Brothers halt macht. Ich habe mal geschaut, wie es aussieht, wie weit wir noch vom Süden entfernt sind. Das ist überschaubar, sagen wir mal ein Tagesmarsch. Anderthalb. Zur Weißenstadt wollen wir. Und ich habe mir überlegt, bis zu was kommen. Ich habe jetzt hier gerade schon im Markt geguckt. Was können wir mitnehmen? Und wenn ich das jetzt so richtig sehe, der Wein selber mit 5 Kronen über dem Marktwert oder der verbindlichen Preisempfehlung ist schon geil, können wir mitnehmen. Dann überlege ich, ob man auch das Färbemittel mitnimmt. War das Färbemittel? Ich glaube. Ob man das auch mitnimmt, aber was ich gerade eben gesehen habe im Süden, haben wir den auch nochmals. Ist natürlich die Frage, ob wir so hoch pokern, dass wir das Färbemittel hier in der weißen Stadt verkaufen können. Müssen wir schauen. Ich meine, mal einmal können wir es mitnehmen, zweimal ist er nicht mehr und es sind gerade mal 18 über. Ja, es sind ein paar Prozent, das ist nichts. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Damit gehen wir rein. Das wird schon. Man muss auch mal ein bisschen versuchen. Ja, schließlich bräuchten wir eigentlich ja auch Tools und Supplies, aber die sind mir zu teuer. Also ich bezahle keine 300 für so ein bisschen Kack-Tools. Könnt ihr voll vergessen. Gehen wir los. Haben wir noch gequatscht? Wie sehen die Leute aus? Wir haben hier noch einen. Harkon. Hat natürlich noch ein Level-Up. Harkon sieht auch eigentlich nicht so geil aus. Initiative, Fatigue, Death. Ja, wir können den Death-Stat natürlich hochziehen. Klar, warum nicht? Aber wenn natürlich auch mal angreifen würde, wäre nicht so schlimm. Hier eine Dreier-Roll nehmen wir natürlich sofort mit. Initiative. Jo. Wollte nachschauen, was Relentless ist, siehste. Da nochmal eine richtige sachliche Erklärung für. Na, ist egal. Ist egal. Weiter geht's. Und es geht ja hier ganz fix. Mal schnell runtergedonnert. Schaffen wir es noch? Das. Nein. Es ist schon Nacht. Was hier zu tun? Suche und finde. Bei den Dry Reeds. Wo sind denn hier die Dry Reeds? Hier sind die Dry Reeds. Wenn es jetzt noch heißt östlich. Nein, natürlich nicht. Also fällt das schon mal aus. Eine Bringe-Quest. Zu Grundforsten. Ja, gut. Will jetzt eigentlich nicht wieder in den Norden. Will jetzt in den Süden. Wir werden ein Lager aufschlagen. Wir werden die Nacht skippen. Was ist da los? Welcher Tag haben wir? Ich glaube nicht, dass es jetzt schon mit der Greenskin-Geschichte losgeht. Lager schließen. Jetzt schauen wir mal. Kriegen wir das hier vertickt? Jawohl. Den Wein könnte ich auch verkaufen. Ärmer natürlich immer noch unverschämt teuer hier, aber jetzt einmal Tools. Das ist okay. Ja, wir haben hier eine Trainingshalle, aber nee, wird ausfallen. Wenn wir nicht machen. Wir müssen erstmal wieder Kohle zusammenkriegen. Was gibt's denn hier? Follow Tracks. 3 Schädel. Ist mir zu anstrengend, bin ich ehrlich. Gehen wir weiter. 8 Young Orks. Geht's doch schon los? Ich glaube, die schaffen wir. Ich glaube, die schaffen wir. Wir dürfen uns nur nicht treffen lassen. That's it. Die haben ja auch ziemliche Probleme mit ihrer Moral. Und die Moral sollten wir recht schnell checken können. Wenn der Boon trifft, natürlich. Der Boon mag noch nicht treffen.
Ihr macht euch bereit. Natürlich werden sie reinstürmen, das ist klar. Da werden wir nicht drum herum kommen. Aber vielleicht lassen sich nicht alle stunnen. Jawohl. Fenix haut gleich ordentlich einen raus. Drei im Stun. Windel, komm. Jawohl. Und jetzt einmal um die Rüstung rum. Nice. An den trauen sich wohl noch nicht ran. Der Hund wäre zu früh. Abgeblockt, sehr gut. Weiter. Kein Schild? Kein Schild. Dann sofort rein in den Charakter. Stun wollte er nicht, ist egal, ist egal. Böndil, der müsste ja total ausrasten. Der müsste ja ein Treffer nach dem anderen kommen. Geht gar nicht anders. Wird nicht, ganz vergessen. Böndil, was los, komm. Los! So nicht klar mit dem Dolch, ne? Aber du musst. Hat er gleich ausgenutzt, ne? Thomas einmal kein Spearwall, macht natürlich auch noch einen Treffer. Alter. Übel. Da müssen wir nochmal ran. Aber hast gesehen, ne? Einmal kein Spearwall und gleich volle Lotte rein, aber volles Ding. War übel. Wenn wir rangehen, können die ja nicht stürmen. Aber das ist so ein Ding, ne? Fenix kann da auch hingehen. Wir versuchen mal was. Entscheid mich mal für die aggressivere Art und Weise. Kommen den quasi ein Stück entgegen. Alex, warum? Das ist ein easy Kill gewesen gerade. Da kannst du nicht daneben hauen. Das geht nicht. Block gebrochen, ne? Gar nicht geil. Brauchen wir doch schon Verstärkung. Verzeiht. Abgerippt. Da hast du ja einen Hackbeil dabei, ne? Das ist natürlich gegen... Gegen alles andere hier ein bisschen... Kacki. Gegen Rüstung etc. Hat sich natürlich ein Loch aufgetan. Archon. Doppelstun oben. Keine Schilde. Da sind Schilde. Fenix. Nee. Schaffen wir nicht. Das macht die Rüstung nicht mit. Hätten wir natürlich ein bisschen nicere Rüstung, würde ich sagen, yo. Aber so sind wir einfach viel zu schwach. Das ist zu schwach.
Und da möchte ich behaupten, liegt es diesmal nicht immer an den Leveln, die wir haben oder ähnliches. Nein, das ist einfach wirklich nur... okay. Es ist tatsächlich wirklich nur... die Ausrüstung. Seekampf, 800 Kröten. Hier rüber. Ja, komm, machen wir. Raus hier, wir können hier nichts machen. Wir können hier nichts machen. Und ich bin ehrlich, die 800, die nehmen wir mit. Zurück. Jetzt müssen wir hier aufpassen, hier streichen die Orks noch rum. Hier Unholde, lachhaft. Ihr Unholde, ey, übel. Die hätten uns richtig zerrippt. Die sind immer noch hinter uns her. Wer von euch hat sich nicht gewaschen? Irgendwer stinkt hier. Wenn die Unholde so nahe kommen, dann kann es nur daran liegen. Seekampf. Und durch. Beste Mod, ne? Es ist immer noch beste Investition, wirklich sich diese Mod reinzukloppen. Und schon haben wir wieder die nächsten Kröten drin. Einfach so, ohne irgendwas zu tun. Wir haben gesehen, was aus dem Weg alles liegt zur kahlen Grube. Wir werden sicherlich den unteren Winkel fahren und das ist gefährlich. Der ist gefährlich. Da hatten wir Raider 6 an der Zahl. Dann hatten wir nochmal Raider 8 an der Zahl. 4 Unholde sind da auch noch irgendwo. Ich meine mal, wir können jetzt sagen, Resort kommen, volles Risiko, dann haben wir wenigstens die zwei Schleifen wieder voll. Nachdem wir natürlich auch den Zoll abtreten müssen, müssen jetzt aber keine Nahrung kaufen. Dann ist kahle Grube bei Supplied. Hier gibt's Salz und Dias, Gems. Man pokert hoch. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich, wir müssen es versuchen. Los geht's. Ja, ich weiß, es ist wie eine Karawane. Können wir nicht spulen, sage ich immer wieder, wenn wir in eine Karawane gehen. Es ist so. Ich finde es auch interessant, dass wirklich so viele Raider unterwegs sind und mal so eine Gruppe Tax ist wirklich sehr selten geworden, finde ich. Es ist immer seltener geworden, jetzt von Run zu Run, die wir hier versuchen zu absolvieren, sind die einfacheren Packs immer seltener geworden. Ja, selbstverständlich helfen wir. Es sind immer Raider dabei bis jetzt gewesen. Es sind immer Marksmen sogar schon dabei gewesen. Dudes mit der Armbrust. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Wo wir gerade von reden, gar keinen Bock drauf. Boom, da kommen sie rein. Tod und Verderben. Guck dir an. Zwei Polearm, alle mit Schild, Range Schild wohlbemerkt. Zwei Armrisse, ein Bogen. Ja, das ist Tod und Verderben jetzt hier, was soll ich sagen? Der einzige Dude in Range trifft natürlich. Wie soll kommen? Es ist totgeweiht. Oh, gibt's ja nicht. Es ist echt totgeweiht, ey. Gott, nein, es waren keine 6, es waren keine 8, es waren 10. Super. Muss sich ja lohnen, ne? Dachten die sich. Auf nach Grunnenbach. Irgendwo müssen wir doch Glück haben. Hallo, Trax. Crystal Skull, na, den würde ich am liebsten behalten, ey. Das kaufen wir natürlich erstmal ein. Zu dem Preis muss man, da muss man gleich zu lang, geht gar nicht anders. Zwei Hunter. Ein Butcher. Der erste Butcher, der nicht so nice ist. Müssen wir machen. Natürlich haben wir wieder die Gefahr, dass wir auf Raider treffen. Aber wir müssen ja was machen. Fax. Poacher. Ja, mit denen werden wir wohl klarkommen. Komm. Mach keinen Quatsch.
Und da die Bogenschützen haben, müssen wir 2 ran und Schild hoch. Lass dich ja nicht treffen, ehrlich. An diesen Wilderern. Widerlich. Na komm. Kameraeinstellung gerade war auch eins nice irgendwie. Die werden nicht ankommen. 3 entfernt, haben also quasi keinen Angriff. Das dachte ich mir. Schön die Range-Dudes blocken. Unerhöhte Position. Jetzt will ich aber auch eine erhöhte Trefferchance sehen. Jawohl. Das war ein schönes Ding, du. Sorgt natürlich für ordentlich Unmut, wenn so ein Ding reingeht, ne? Das ist schon mega. Nachladen. Na, Nachschlag, komm. Nö. Aber trotzdem, guter Treffer. Immer noch keine Bewegung. Fenix, du musst warten. Wir werden jetzt nämlich entscheiden, ob wir unten lang oder oben lang gehen. Oder wenn sie sich so aufstellen, müssen wir gerade rein. Wollte ich eigentlich nicht. Egal. Akorn macht hier ein kurzes Ding draus. Batboy. Batboy wollte schon wieder nicht. Holen dir. Böser Treffer. Es soll wohl bei einem Treffer bleiben, aber ist okay. Wollen wir mal nicht übertreiben, ne? Ist klar. Schild hoch. Ach komm. Mit deinem Speer, die werden wir schon. Was kannst du wetten? Trifft natürlich, ne? Plus 20 Speer, wissen wir ja alle. Du musst ja nichts können. Die Waffe für jedermann, der Speer. Laden und schießen. Jawohl. Fenix? Hey, der ist nackt. 88er Chance. 98er Roll, der kann nicht wahr sein. Hund raus. Raus mit dem Hund, was ist hier los? Thomas, da musst du mal ein Schild hochnehmen, den Block so hoch. Das ist ein Blockschild. Jawohl. Keine Lust mehr. Gestochen. Ran an den Schützen. Jetzt ist da auch Ende. Endgültig aufgeschlitzt. Lachhaft. Undil, jetzt kannst du mir wieder glänzen. Naja. Oder gut. Einfach nur trauen. Einfach reinspringen mit dem Dolch in sein Gesicht. Das wirkt wahre Wunder. Versprochen. Ich glaube, der schafft sogar abzuhauen. Es sei denn, der Hund schnallt, aber nee, macht er nicht. Huhn hat ja auch noch wen. Das sieht besser aus. Ne. Nichts zu treffen für dich, Fenix. Aber ich bin ehrlich, du hattest deine Chance. So, Ende. Wir werden mal nochmal hinterhergehen. Wir versuchen es noch. Versuchen es. Aber es sieht gut aus, wenn er wirklich so stehen bleibt. Run them down. Hinterher. Ja, schön. E4. Und Boindil kommt sogar ran. Na, dann sollte er hoffen, damit lieber die Hunde ihn zerpflücken, als Boindil rankommt mit seinen Pixie durch. Eieiei. Das sind Schmerzen, die keiner haben will, versprochen. Und da ist er dran. Nice. Und er macht die Treffer. Nicht der Hund macht die Treffer. Nein, Bündel macht die Treffer. Und immer schön zwischen den Augen mit dem Dolch. Irgendwann ist die Platte durch. Oh. Ja, nix. Schön weggedrückt. 70er Rüstung für alle Mann. Das ist gut. Wenn wir sofort verteilen, ja, sind zwar bloß 5 mehr, aber 5 mehr haben oder nicht haben, denke mal, das sollte klar sein.
ist immerhin ein Update. Tod. Tod ist, lebt immer noch. Tatsächlich. Naja, schleifen wir ihn mit, ne, solange er da ist. Was willst du machen? Machen wir das Beste draus. Das ist ja erstmal der Knüppeldude. Omas. Auf jeden Fall auch giftet. Einmal mehr Rollen soll ja bei den ein oder anderen wahre Wunder wirken. Fuck, easy. Boon hat schon giftet. Aber er hat noch keine Crippling Strikes. Warum nicht, Boon? Du bist ein Fernkämpfer. Jeder Schuss muss, weiß ich nicht, Eingeweide um die Ohren fliegen lassen und ähnliches. Meine Fresse. Aber egal. Wir haben die Mission abgeschlossen und ich werde hier schon einen Cut machen. Ist so. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja. Bis dahin, nicht like nicht vergessen und so weiter und so fort. Falls ich noch ein neuer dazu schummeln möchte. Wir brauchen immer noch Namen. Namen immer her. Los jetzt. Reingehauen.